Yeah. Mal ein bisschen was Kritisches. Ja, ja, eins oder mehr, ja. Ich geh nach draußen und schau mir diese Welt an. Liegt es an mir oder waren das meine Eltern? Ist das hier wirklich das, was wir bestellt haben? Dieser Puff wird regiert von Idioten am Geldhahn. Ey, was soll ich sagen? Ich war immer zuversichtlich. Allen wird geholfen, scheinbar zählt das für mich nicht. Dann kommen die Leute, du machst das nicht richtig, sagen sie, obwohl sie selbst ne Hasskappe mitbringen. Verdammt, nein, so kann das nicht weitergehen. Dass ich mich bereits am Montag nach Freitag sehn. Und ich weiß, ey, so geht es den meisten hier. Doch warum muss es sein, dass uns so ein Scheiß passiert? Ich will nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. Nein, ich will's herausschreien, das hier ist kein Liebesfilm. Ich schreibe nen Brief nach Berlin ins Kanzleramt. Doch die hocken da drin, isoliert wie im Panzerschrank. Jetzt mal ehrlich, ist es das, was wir wollen, ha? Arm sein in einem Land voller Kontrollen, ha? Wenn das so weitergeht, grab ich mir nen Stollen und gründ dann nen neuen Staat, ey, so voll toll. Jetzt mal ehrlich, ist es das, was wir wollen, ha? Arm sein in einem Land voller Kontrollen, ha? Wenn das so weitergeht, grab ich mir nen Stollen und gründ dann nen neuen Staat, ey, so voll toll. Okay, was los, ey, ihr habt es so gewollt, denn ich lauf jetzt nach Berlin und starte ne Revolte. Auf dem Weg gab's nen Typ, der mich verfolgte, und kurz vor Berlin wuchs der Typ schon zur Meute. Wir waren viele, die Polizei war in der Überzahl, doch wir blieben stark, ey, gegen die ganzen Lügner da. Sie drohen mit Gewalt, wir lassen uns nicht wegsperren. Schaut nur in, verdammt, ey, ihr könnt nicht mehr weghören. Wir skandieren Passanten, schauen, als ob sie entsetzt wären. Anstatt einzusteigen, nennen sie uns Ketzer. Ich komm nicht klar, was für Sklaven der Nation. Aber morgen streiken gehen wegen 3% mehr Lohn. Das kann nicht der Ausweg sein, wir brauchen da was anderes. Aber weil die Situation derzeit eine Schande ist. Und ich weiß nicht, wieso das nicht läuft und uns dieses Land jedes Mal so enttäuscht. Jetzt mal ehrlich, ist es das, was wir wollen, ha? Arm sein in einem Land voller Kontrollen, ha? Wenn das so weitergeht, grab ich mir nen Stollen und gründ dann nen neuen Staat, ey, so voll toll. Jetzt mal ehrlich, ist es das, was wir wollen, ha? Arm sein in einem Land voller Kontrollen, ha? Wenn das so weitergeht, grab ich mir nen Stollen und gründ dann nen neuen Staat, ey, so voll toll. Okay, verstanden, scheinbar braucht ihr uns nicht. Gruß an Angie, wir haben's selbst herausgefunden, Bitch, ha? Ich hab's gesagt, ey, ich grab jetzt nen Stollen, ziemlich großer Lärm, wenn die Baumaschinen rollen. Doch ich bin da unten bald nicht mehr allein, denn die Meute aus Berlin, ey, die zieht bei mir ein. Ich könnte stören, es folgen noch einige, denn das Volk lässt sich nicht mehr weiter peinigen. Sag, hast du heute schon an Freitag gedacht? Nein, Mann, denn ich schaff jetzt die Zeitarbeit ab. Festanstellung, ey, soweit das Auge reicht noch. Nicht gehört, dann sag denen da oben Bescheid. Die neue Welt wächst und gedeiht. Oben streiken sie wieder, doch das lässt uns hier kalt. Respekt, denn sonst hätt sich keiner ran getraut. Was los, Hip-Hop war schon immer underground. Jetzt mal ehrlich, ist es das, was wir wollen, ha? Arm sein in einem Land voller Kontrollen, ha? Wenn das so weitergeht, grab ich mir nen Stollen und gründ dann nen neuen Staat, ey, so voll toll. Jetzt mal ehrlich, ist es das, was wir wollen, ha? Arm sein in einem Land voller Kontrollen, ha? Wenn das so weitergeht, grab ich mir nen Stollen und gründ